Exotische Wildtiere leben hier in Deutschland in Gefangenschaft. Alleine hier in Deutschland gibt es mehr als 800 Zoos, Wildparks und Aquarien. Und einer davon steht auch, weil hier bei uns in Duisburg ein beliebtes Ausflugsziel, auch in anderen Großstädten. Für viele Tierschützer dagegen ist der zoologische Garten und die artgerechte Haltung nicht gesichert und deswegen eine Art Horrorvorstellung. In den letzten Jahren haben sich die Haltungsbedingungen in den zoologischen Gärten zwar deutlich verbessert, dennoch stehen ihnen viele Tierschützer kritisch gegenüber. Können in Gefangenschaft wirklich die natürlichen Bedürfnisse der Tiere ausgelebt werden? Das bleibt für Tierrechtler fraglich. Aus dem Grund versammeln sich immer wieder Demonstranten, um gegen den Erhalt von Zoos zu protestieren. Auch in Duisburg finden immer wieder Demonstrationen statt, die sich vor allem gegen das Delfinarium im Duisburger Zoo richten. Es ist eines der letzten beiden Delfinarien bundesweit. Die Haltung der Meerestiere ist aus Sicht der Tierschützer abzulehnen, da eine artgerechte Unterbringung hier nicht möglich sei. Gründe dafür sind vor allem das große Bewegungsbedürfnis der Tiere sowie die hohe Anforderung der Wasserqualität und der Platzbedarf. Dabei liegt das Augenmerk der Tierschützer nicht nur auf exotischen Tieren, sondern auch auf denen vor der eigenen Haustür. Erst im Januar diesen Jahres fand im Rahmen der Anglermesse eine Protestaktion statt. Es sollte auf die fragwürdigen Haltungsbedingungen in künstlich angelegten Fischteichen aufmerksam gemacht werden. Aber auch der Anglersport im Allgemeinen sowie der damit verbundene Verzehr der Fische wurde kritisiert. Immer wiederkehrende Protestaktionen zeigen, dass bei dem Thema um die artgerechte Haltung von Tieren noch immer Kontroverse herrschen. Denn die, um die es dabei geht, können sich leider selbst nicht zu Wort melden. Das Tier in Gefangenschaft als Objekt der Unterhaltung, das ist ein umstrittenes Thema. Und da stehen nicht nur die zoologischen Gärten im Fadenkreuz der Tierschützer, sondern auch der Zirkus. Und wie es den Tieren dort geht und warum ein Zirkus auf gar keinen Fall eine artgerechte Haltung wehren kann, das erzählt uns heute Sven Fucker. Er ist Tierschützer und gegen die Haltung von exotischen Tieren in Gefangenschaft. Herzlich willkommen, Herr Fucker. Guten Tag, hallo. Sie sind bekennender Tierschützer und auch aktiver Tierschützer. Sie setzen sich für den Tierschutz ein. Sie waren auch Mitglied der Protestaktion bei der Anglermesse hier in Duisburg. Warum ist das für Sie ein besonderer Graus, wenn Sie an das Konzept des Zirkus denken und der dressierten Tiere, die dort vorgeführt werden? Also für mich als Tierrechtler ist es einfach wichtig, den Tieren Rechte einzuräumen. Ein Recht auf Freiheit, ein Recht auf Leben, auf ein selbstbestimmtes Leben. Ist es einfach wichtig, die Tiere aus der Gefangenschaft rauszuholen, dass der Zirkus einfach erkennt. Es ist einfach ein absterbender Wirtschaftszweig, auf dem er sich befindet, und da ist einfach jetzt der falsche Weg, weiter dran festzuhalten, die Tiere auszubeuten und zu dressieren und zu den Leuten vorzuführen. Da muss einfach ein Umdenken stattfinden für die Rechte der Tiere. Zirkus ist ein altes Prinzip, das hat quasi eine längere Geschichte und hat damals in den Zeiten für die Menschen einen Unterhaltungswert gehabt. Inwiefern ist der Zirkus heute noch relevant? Also ich denke, der Zirkus ist insofern relevant, dass er durchaus noch ein Unterhaltungsmedium ist, dass viele mit ihren Kindern in den Zirkus gehen. Aber man muss eben den Kindern beibringen, dass es auch Zirkusse gibt ohne Tiere, wo keine Tiere vorgeführt werden. Und dass man anhand der Tiere, die im Zirkus vorgeführt werden, kein natürliches Verhalten erlernen kann, wie die Tiere richtig gehalten werden. Da muss man einfach ganz klar erkennen, dass die Tiere gezwungen werden, dass sie mit Schläge, Futter im Zug darauf vorbereitet werden, Tricks vorzuführen. Und das ist einfach kein richtiger Umgang mit seinen Kindern, dahin zu gehen und denen sowas zu zeigen. Da muss einfach ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Viele Zirkusse haben den Betrieb schon eingestellt in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch welche, die auch besonders exotische Tiere präsentieren. Genau, also es gibt da zum Beispiel den Zirkus Karbusch, der war letztens erst in Dortmund und in Düsseldorf gewesen. Da hatten wir auch Protestaktionen davor. Und da ist es dann einfach so, man hat ganz klar gesehen bei den Elefanten, die laufen immer drei Schritte nach vorne, drei Schritte zurück, wackeln die ganze Zeit mit dem Kopf hin und her. Und man sieht einfach, dass die psychisch erkrankt sind, dass die einfach nicht mehr normal leben, sondern wirklich depressiv, psychisch krank vor sich hin vegetieren. Jetzt ist der Zirkus im Gegensatz zum Zoo nochmal
eine verschärfte Form, dadurch, dass die Tiere auch ständig hin und her transportiert werden und eigentlich gar keinen Freiraum haben. Was gibt das Tierschutzrecht her in Bezug auf Zirkusse? Gibt es da überhaupt irgendwas, was sich darauf bezieht? Also die Zirkusse sagen ja immer, dass das Veterinäramt regelmäßige Kontrollen macht, dass da auch alles für gut befunden wird. Aber wenn man wirklich mal schaut, wie es den Tieren geht und nicht nur, sind sie jetzt verletzt oder haben sie Hunger oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal schaut, verhalten sich die Tiere noch artgerecht, wenn man sie die ganze Zeit auf 10 Quadratmeter einpfercht. Wenn man jetzt mal so einen Pony nehmen, das eigentlich auf einer Koppel sein müsste, mal einen Kilometer nach links, einen Kilometer nach rechts laufen müsste und nicht nach 2 Metern direkt wieder an der Wand anschlagen sollte, sondern wirklich sich frei bewegen kann, dann ist das einfach ein artgerechte Tierhaltung und eben nicht da auf 10 Quadratmetern angepfercht zu sein. Herr Fugger, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, danach sprechen wir über Ihre Protestaktion, die geplant ist. Jetzt machen wir einen kurzen Blick in unseren Termintipp. Artgerechte Haltung im Zirkus ist nicht möglich, das zumindest sagt der Tierrechtler Sven Fugger. Herr Fugger, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, warum es nicht möglich ist, Tiere im Zirkus artgerecht zu halten. Genau deswegen haben Sie für morgen eine weitere Protestaktion geplant, denn ein Zirkus, der auch Tiere hält, ist morgen in Duisburg. Allerdings hält der keine Wildtiere, keine exotischen Wildtiere, sondern andere Tiere, da sind Sie aber auch gegen. Genau, also er sagt auch ganz klar, er hält keine Wildtiere mehr, hat sich auch von den Wildtieren verabschiedet, wirbt zwar noch auf seinen Plakaten mit Wildtieren, mit Tigern, Krokodilen, mit einem Bär, aber er hat faktisch nur noch, oder was heißt nur noch, er hat noch Ponys, er hat Kamele, er hat, glaube ich, noch ein Stier, sozusagen Nutztiere, aber im Endeffekt, das sind eben alles Lebewesen. Jedes Lebewesen hat einfach, möchte sich bewegen, möchte seinen eigenen Willen durchsetzen und deswegen kann man da keinen Unterschied machen zwischen einem Wildtier und einem sogenannten Nutztier, sondern es sind einfach Lebewesen, die nicht dazu da sind, uns zu belustigen und für unsere Unterhaltung zu dienen. Wir hatten gerade schon kurz erwähnt, dass der Zirkus an sich, sich auch, dass der im Wandel ist. Es gibt auch immer mehr Zirkus, wo gar keine Tiere mehr drin sind. Können Sie diesen Wandel denn feststellen? Können Sie sehen, dass sich da in der Hinsicht was tut? Also man sieht es ganz klar in den zurückgehenden Besucherzahlen. In Mönchengladbach war zum Beispiel auch der Zirkus Paul Busch. Und bei der Eröffnung, auch an einem Freitag, waren dann wirklich mehr Demonstranten als Besucher da. Und da sieht man einfach ganz klar, das Interesse für die Zirkusse schwindet. Viele wollen einfach ihre Kinder nicht mehr in solche Zirkusse, oder mit ihren Kindern in solche Zirkusse gehen. Und ich denke, da findet schon ein Umdenken statt, aber man muss einfach noch sich weiter festsetzen, eben auch bei den großen Zirkussen wie Zirkuskrone, wie Zirkus Probst, dass die einfach, die mit ihren Wildtieren werben, dass die einfach nach und nach auch die Besucher weggehen, weil ich glaube, da findet ein bisschen Wandeln von den kleinen Zirkussen zu den großen statt. Mhm. Aber es entwickelt sich auf jeden Fall positiv. Was würden Sie sich denn vom Gesetzgeber wünschen, was er ändert? Also ich denke mal, auf die Städte gesehen muss einfach ein ganz klares Zirkusverbot kommen, dass in Deutschland einfach keine Zirkusse mit Tieren mehr auftreten dürfen. Viele andere Länder haben es auch schon in Europa vorgemacht, Großbritannien, Frankreich, die einfach dann Zirkusse mit Wildtieren dann eben verboten haben und gesagt haben, die dürfen nicht mehr auftreten. Und ich denke, da sind wir in Deutschland jetzt eigentlich auch dran, das mal umzusetzen, unsere Forderungen. Was würden Sie denn den Menschen raten, die sich ebenfalls anschließen und sagen, eigentlich Zirkus muss nicht mehr sein? Wie kann man da auch Farben bekennen und vielleicht aktiv werden? Gerne bei uns einfach am Freitag dazukommen, Kontakte knüpfen, mit uns zusammen hinstehen, die Leute informieren, dass Zirkus einfach nicht mehr alltagstauglich ist. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir sind im 21. Jahrhundert. Oder eben auch gerne bei uns auf Facebook, bei Animal Peace. Da werden die Veranstaltungen immer gepostet, die hier in NRW stattfinden und da kann man dann gerne mitmachen. Herr Fugger, danke für den Einblick in Ihre Arbeit und einen kleinen Einblick in die Welt des Zirkus. Viel Erfolg morgen bei Ihrer Protestaktion. Danke.